Hallo, verehrte Zockergemeinde, und willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo in Star Citizen. Dieses Mal eines der absolut vielseitigsten Schiffe im ganzen Spiel in einer eher kleineren Größe, die Cutlass Black. Die Constellation Andromeda ist ungefähr ähnlich vielseitig, nur halt etwas größer und teurer. Die Cutlass, die ist sehr preiswert. Und für den Preis kriegt man wirklich sehr, sehr viel. Was allerdings direkt zu benennen ist, ist, dass sie nur einen Schildgenerator hat. Das heißt, die Verteidigung von dem Ding ist jetzt nicht unbedingt die beste. Aber sie ist für zwei Spieler ausgelegt, ist also ein kleines Multicrew-Schiff. Man kann aber auch mehr Leute reinsetzen, definitiv sind dabei einfach zwei Betten. Dann hat sie 46 Standard-Frachteinheiten. Das heißt, man kann mit ihr schon mal ganz passabel auch mal ein bisschen Fracht umherkutschieren. Und dann hat sie natürlich auch eine Bewaffnung, die da lautet 6x6x Size 4 Raketen-Racks. Das heißt, wir können da drin bis zu 6 Size 4 Raketen verbauen oder optional, je nachdem wie die aufgebaut sind, bis zu, Moment, 4 mal auf 1, 2 Size 3, 4 Size 2, 8 Size 1 auf 1, also 48? Size 1 Raketen? Also rein theoretisch, vorausgesetzt, der Slot unterstützt das. Ich glaube aber eher, es wären so um die 20 Size 2 Raketen, die das kleinste in der größten Anzahl wären. Es gibt aber auch tatsächlich einige Slots, die unterstützen keine erhebliche Verkleinerung. Also wenn sie jetzt hier unten dranhängen, da kannst du bis zu 4 ranhängen. Aber wenn es irgendwo integriert ist, dann geht es nicht unbedingt. Aber ich kann gerade mal kurz gucken, ob es ausgegraut ist. Cutlass Black. Also eingebaut haben wir Size 3 und Size 2. Das heißt, es ist unterschiedlich, was da drin ist. Dementsprechend heißt das, die Änderungen sind möglich. Zumindest bis auf 4 Size 2 runter. Sollte möglich sein. Also, ja. Eine ordentliche Menge an Raketen. Und selbst wenn man sie einzeln lässt, 6 Size 4 Raketen, die hauen ordentlich rein. Dann haben wir 4x Size 3 Hardpoints, die hier da und da sind. Angebaut sind hier jeweils mal Gimbal Size 2. Und dann haben wir da oben noch einen Turret, der 2x Size 3 Kanonen dran hat. Also in puncto Bewaffnung ist das Ding ordentlich. Das ist ein guter Kämpfer. Durch den fehlenden zweiten Schild fehlt etwas an der Verteidigung, aber Schaden raushauen kann das Ding ordentlich. Gut, dann gehen wir rein. Und hier haben wir den Frachtraum. Hier kriegt man so einiges rein. Wie gesagt, 46 Standard-Frachteinheiten oder aber auch bis zu 2 Dragonflies, die man hier reindrücken kann. Es gibt auch ein Gamepack, das direkt mit einer Dragonfly mitgeliefert wird. Und ich weiß gar nicht, ob das gehen würde, aber wenn ich mir so die Form angucke, sieht es für mich so aus, als würde hier sogar auch ein Cyclone drin Platz haben. Gleichzeitig haben wir hier hinten aber auch 6 Sitze. Das heißt, wir können es auch rudimentär als Dropship benutzen. Also sprich, wir können hier 6 Marines mitnehmen in diesen Klappsitzen, die dann entweder hinten oder hier auch seitlich rausgehen können, beziehungsweise hier seitlich rausschießen können. Anders als die Valkyrie haben wir hier allerdings kein fest verbaute Minigun drin.
Das heißt, hier müsste wirklich einer mit einer Handfeuerwaffe rumstehen. Zum Beispiel, wenn man auf die Minigun, auf die große Waffe gehen will, sowas wie eine Railgun oder ein Raketenwerfer. Die Möglichkeiten sind da sehr groß gefächert. Man kann das hier natürlich auch zum Einladen von Fracht benutzen, wenn dann erstmal der mobile Traktorstrahl da ist, so ein kleiner Handtraktorstrahler, dann kann man auch mit dem hier rumstehen und die Fracht von hier reinziehen und platzieren. Und das ist halt eben so etwas, was dieses Schiff zu einem extrem vielseitigen Ding macht. Zum Beispiel solche Sitze hat die Andromeda schon mal nicht. Wodurch man hier schon mal mehr Spielmöglichkeiten hat mit der Cutlass Black. Es gibt dann noch die Cutlass Blue. Die hat dann hier hinten weniger Frachtraum, dafür einige Gefängniszellen. Die ist für Gefangenentransporter zuständig. Und dann gibt es die Cutlass Red. Die hat hier hinten, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Fracht hat. Die hat dann hier hinten ein oder zwei Krankenbetten und ja, die ist dann für die Verarztung zuständig. Dann kommen wir in den vorderen Bereich des Schiffes. Hier haben wir zum Beispiel mal die Betten, den Zugang zum Turret oben. Hier haben wir irgendwelche Schränke und hier haben wir Waffen. Racks, die, so wie das aussieht, also mindestens vier Waffen halten können. Die Frage ist, kann man hier am Rand auch schon welche einbauen? Na, ich glaube weniger. Also es dürften wohl vier einzelne sein. Vier Waffen hier. Was an dem Schiff so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich eine Nasszelle. Wir können hier zum Beispiel in so einen Storage dann später quasi eine Mikrowelle reindrücken, damit wir was kochen können, aber eine Nasszelle fehlt hier komplett. Und das macht das Schiff wiederum nur so unfähig, über einen längeren Zeitraum wirklich im All zu bleiben. Obwohl es ansonsten eigentlich wirklich extrem darauf ausgelegt wäre, mit all den Möglichkeiten, die es bietet. Aber ja. Dann haben wir hier einen Piloten- und Co-Pilotensitz. Und genau das ist der Punkt, wo ich dann auch sage, warum hat das nur zwei Betten? Warum ist das nur für zwei Crewmitglieder ausgelegt? Wir haben einen Pilot, einen Co-Pilot, der ein bisschen an das System rumschrauben kann. Wir haben einen bemannten Turm. Es sind schon mal drei fixe Arbeitsplätze, die man bemannen kann. Ganz zu schweigen von hier hinten einen, der eventuell, während die anderen da übrigens arbeiten, hier noch Fracht hin und her kutschiert. Gut, das kann der Co-Pilot machen, also ja. Aber ich würde wirklich behaupten, für drei Personen ist dieses Schiff definitiv ausgelegt. Eigentlich nur fehlt ein Bett dafür. Also, ja, ich weiß nicht. Irgendwie hätte man hier so schräg ein bisschen mehr Platz machen können oder so irgendwas, damit da noch irgendwo eine ganz, ganz kleine Nasszelle drin Platz hat und noch ein drittes Bett irgendwo. Damit würde es von 46 vielleicht auf 40 Standardfrachteinheit fallen. Hätte aber den Platz für den dritten Mann. Oder optional eine Variante, die den Turret nicht hat. Damit würde es dann Feuerkraft verlieren, hat aber immer noch ordentlich mit den Raketen. Und insgesamt vier, sei es drei Hardpoints. Dafür hätte hier definitiv einen Scheißhausplatz. Und dann, keine Ahnung, irgendwo noch ein Bett. Zum Beispiel, ja, warum nicht? Beispielsweise hier statt auf beiden Seiten solchen Sitz ein Klappbett. Dann kann man immer noch drei Marines nehmen. Optional oder eben ein drittes Crewmitglied oder beides oder wir setzen das Klappbett hier hin. Das wäre Möglichkeiten gewesen. Aber ja, gut. Ich bin hier nur ein Spieler. Ich habe keine Ahnung.
Dann war mal das Startknöpfchen, da war das Startknöpfchen. Hello and Wir welcome, Major haben Drake of the Planetary hier Craft. sechs The modulare system is online. Bildschirme, beziehungsweise zwei komplett modulare und vier Support. Das heißt, die sind kleiner, haben nicht die volle Auswahlmöglichkeit. Doch, sie haben die volle Auswahlmöglichkeit. Okay, es sind, auch wenn hier MFD steht und hier nur Support, es sind alles MFDs. Bis auf der Radar. Gut. Dann wollen wir doch mal abheben und gucken, wie sich das Ding fliegt. Ich kenne die Kattel schon. Ich hatte die schon mal ganz am Anfang beispielsweise, als ich mit Star Citizen angefangen habe, habe ich. Nicht habe ich. Gab es eine gewisse Zeit lang so ein Ding kostenlos? Also halt, ja eben, zeitlich begrenzt. Da konnte ich das Ding eine Weile fliegen. Aber ja. Deswegen bin ich mir auch gar nicht Ready. sicher, habe ich die Space Cutlass is nicht schon mal clear. aufgenommen? Obwohl ich meine, ich habe die Story schon mal erzählt, wo mir bei meinem ersten Mal in diesem Spiel habe ich die Cutlass gespawnt. Und was passiert? So ein dämlicher Holz steigt mit ein, steigt in den Sitz rein und gefliegt bin bei Port Olisa aus der waffenfreien Zone raus und erschießt mich. Während ich noch am Schauen war, scheiß auf welcher Taste ziehe ich meine Knarre. Das war mies. Gut. Also, inzwischen ist auch das hier auf J gehalten. Na dann. Mal nach oben gucken. Und starten. Also, wir sehen schon, das Ding hat gute Triebwerke. Die Beschleunigung ist ganz angenehm. Das Design ist so wirklich Standard-Raumschiff-mäßig für so Outlaws, Schmuggler. Für Schmuggler bietet sich dieses Schiff wirklich extrem gut an. Natürlich auch für Gesetzestreue. Wir wollen jetzt nicht behaupten, dass nur Schmuggler damit fliegen dürfen. Aber für die bietet es sich halt wirklich an. Es ist klein, es ist angenehm, es fliegt sich gut. Es hat einen Frachtraum. Wenn man Stealth-Komponenten einbaut, kann man sicherlich auch ein Stück weit unterm Radar fliegen, trotz seiner Größe. Also, ja. So, jetzt sind wir hier außerhalb der waffenfreien Zone. Und wir sehen schon, schön gegimbelt. Hier ist auch gegimbelt. Natürlich stimmt wieder die Flugbahn der Geschosse nicht im Bild. Aber ja. Vier Geschütze, die tun schon ordentlich weh, auch wenn das jetzt hier nur Size 2 sind. Aber vier Stück davon, die hauen schon mal ordentlich rein. Ich meine, guck dich die Feuerrate an. Und wir könnten das jetzt natürlich auch fixet mit Size 3 machen, dann würde es zwar nur so geradeaus gehen, aber ordentlich mehr Schaden. Und wer damit umgehen kann, der verursacht Schmerzen. Gut, dann das Flugverhalten selbst. Oh. Echt schön, wie sich das Ding fliegt. Die Rolle ist jetzt nicht unbedingt die schnellste, aber hoch, runter, seitlich fliegt sie wirklich sehr schön, die Cutlass. Dann machen wir das so und ja, ist ein bisschen behäbiger, aber es ist halt kein Fighter. Das darf man nicht vergessen. Ein Fighter ist es nicht. Deswegen kann man es verkraften, dass es ein
kleines bisschen behäbiger ist und jetzt nicht so direkt wie eine Saber. Also so eine Cutlass, die ist wirklich etwas, die kann ich auch jedem als Startschiff wirklich empfehlen. Natürlich gibt es noch ein bisschen kleinere Varianten. Ich sage jetzt mal hier Avenger. Die Avenger Titan, die ist was Ähnliches in noch etwas kleiner und günstiger. Aber schwächer bewaffnet, kleineren Frachtraum, hat keine Sitze für Marines, kann nicht als Dropship benutzt werden. Hat gar kein Bett? Oder ein Bett? Weiß ich gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Also, ja, wenn man wirklich, vor allem wenn man schon mal mit einem Freund zusammen spielen will, bietet sich die Cutlass wirklich extrem an. Man hat ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten und kann eben auch mit einem Freund zusammen spielen. Beziehungsweise auch mit mehreren, die haben halt einfach kein Bett, die übrigen. Aber wenn man die als Marines mitnimmt, dann kann man hier schon richtig Multi-Crew-Gameplay machen. Und ja, wir sehen schon, sie slidet zwar ein bisschen weg, aber wenn man früh genug einlenkt. Und ja, inzwischen habe ich so ein bisschen die Erfahrung hier. Wow. Außer kommt so ein kleines dünnes Ding, wo man denken könnte, es rutscht durch. Also, man kann nichts gegen die Cutlass sagen. Oh, 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 jetzt bin ich zu früh. Wow. Jetzt habe ich sogar einen Ticken zu früh aufgehört zu wenden. Natürlich ist es, wie gesagt, kein Fighter. Das heißt, es ist nicht so klein. Mal gucken, ob ich hier durchkomme. Oh. Okay, durchgekommen bin ich. Wäre ich gerade angeflogen und nicht schräg, hätte es sogar gereicht, ohne Schaden zu nehmen. Also, ja. Es ist ein sehr gutes Schiff, sehr brauchbar für alles Mögliche. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich werde mir auf jeden Fall eine holen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dafür Geld ausgeben will oder ob ich dann einfach warte, bis das Spiel nicht mehr resettet wird und mir dann in-game eine kaufe. Denn es ist auch ein Spiel, ein Schiff, das sich in-game relativ leicht finanzieren lässt, weil es in-game ziemlich günstig ist tatsächlich. Da ist das natürlich auch eine Variante. Holt euch eine Avenger mit Echtgeld, spart Geld, um euch dann in-game eine Cutlass kaufen zu können. Das ist natürlich ein Plan. Gut. Das war's dann mit der Cutlass Black. Ich verabschiede mich von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis denn. Und Moment. Bleibt sauber.